Nein, man ist nicht geschützt, man schützt die anderen. Ja, das ist alles so verkehrt, was manche Leute sich da zusammenreihen. Man schützt sich nicht selbst, man schützt die anderen. Also man dreht die Mundschutzmaske um, dann kann und man dann, sich auch dann drehe ich mich um, dann kommt die nächste ältere Dame und die ist auch egal, die will fast in meinen Korb kriechen. Und ich stehe jetzt nur da und denke, oh. Raus aus meinem Korb. Ja. Mein Einkauf. Davon mal abgesehen, auch davor mochte ich es nie, wenn mir beim Einkauf irgendwer auf die Pelle rückt. Also es gibt so eine Zone. Oh, Entschuldigung. Oh, guck mal, was hier los ist. Ich gehe schlafen. Ich auch. Guten Nacht. Deswegen wollte ich eigentlich auch hierher. Das schwebt alles, das musst du mal rausnehmen. Nee, das brutzelt gerade. Oh, hier ist ja noch so ein anderer. Erik? Warum sind hier 7 Currys? Heute will ich kuscheln im Chor. So, lass mich mal gucken, wie viel wir zusammenkriegen. Genau, Stein brutzelt. Hier ist noch ein bisschen Eisen. Und wenn Leute meinen, mir ist das egal, ich sterb sowieso bald und was weiß ich nicht alles, dann hat denen das aber nicht so egal zu sein, dass andere das vielleicht nicht wollen. Finde ich. Ich finde das in der Straßenbahn lustig. Die Leute tragen zu 80% keinen Mundschutz mehr. Dann kommen die Couleure, oh, wir sollten mal den Mundschutz umlegen. Ach, dann machen sie es schnell. Ja, und die Kontrolleure haben es aber gesehen, dass sie keinen umhatten, aber kriegen kein Strafgeld. Ich denke mir so, wir sind voll. Kindergarten. Und dann muss ich auch wieder sagen, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn es so eine Leute erwischt. Und dass es noch gefährlich ist, jetzt weiß man ja, jetzt ist ja in Bremen im Vorort eine Pfingstgemeinde betroffen. Ich glaube, 20 schon erkrankt und über 40 in Quarantäne. Ja, wenn man es braucht, ne? Man weiß es nicht genau, aber es sind über 100 irgendwie bei so einer Veranstaltung dabei gewesen. Dann wird das da wohl nicht so richtig funktioniert haben. Ne? Wenn einer da mal ein bisschen verteilt. Seine Vieren und Fünfen. Nicht unsere Azubis sehen. Warum? Naja, wir haben ja 8 Azubis. Ui. So. Sonst würde es auch mit der Besetzung manchmal nicht so hinhauen. Ja, Sebi, ich bin voll, ich muss Erde wegwerfen. Musst du dir vorstellen, von 8 Azubis sind 4 optimal bis perfekt und 4 sind einfach nur Fiasko. Ja. Frag mal Herrn Kedos, der kennt das, glaube ich. Brauchst du noch Erde? Nö, ich habe hier aber eine Erdetruhe, wenn du möchtest. Oh, dann kann ich die hier auch entsorgen, ne? Nein. Ich komm. Aber Herr Sebi, lange halte ich auch selber nicht mehr durch. Ich werde auch ein bisschen müde. Ist das schlimm? Also ein halbes Stündchen noch? Schaffen wir das? Oh ja, ich muss nur Curry kurz töten. Du willst ja dann noch ein bisschen pixeln und ich werde mich ins Bettchen verkriechen. Ich muss morgen auch ein bisschen früher raus. Ich will nämlich was einkaufen und ich will... Das ist aber keine Truhe. Nee, am Haus. Ich komme extra zu dir, Arsch. Ja, aber ich war doch gerade in die Öfen. Gerade Siege. Du warst in den Öfen. Oh, scheiße, ich müsste wieder ein Büngerchen. Warte mal, ich nehme ein Büngerchen. Au. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo, Kaninchen. 5, 1, 2, 3, 4. Ja, da wo die Öfen stehen, die Fläche werde ich auch noch wegnehmen, damit man das Haus auch ein bisschen besser sieht, ne? War das nicht zu hässlich? Das muss schön aussehen. Das sieht aber schön aus. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Da oben schwebt Ton. Das ist ja tontastisch. Der möchte den Ton angeben. Ein blöder Ton.
Wann will man den Ton angeben? Ja. Nein, ich meine nicht mehr frei. Nein! Eins, zwei. Der Schmierzombies. Geht doch weg. Du bist ein Zombie. Kein Zombie, ich will keinen Zombie, dann wäre ich unsterblich. Ich soll euch nur jeden Tag die Löhne rausfressen. Aber das ist ja nicht das Problem. Ich merke schon, ich habe nicht genug Stufen gemacht. Ey, was machst du da? Moin, nicht. Nun, flieg doch. Ich hab dir einen Freund gebaut. Warum? Ich wollte nett zu dir sein. Weil wann bist du nett? Ja, weiß ich auch nicht. Ist nur ein Freund für dich. Ganz allein. Ein Phantom, ich mag keine Freunde. Das ist ein Phantomfreund. Steinziegel, machen wir nochmal ein paar Stufen. Oh, Treppen will ich ja, glaube ich, erstmal haben. Ach, bist du schon wieder bei uns out, ne? Ja, ich muss eine Steinziegel noch produzieren. Jumm, ich wollte noch hüpfen. So, das muss reichen. Ach, so. Ja, werden wir mal wieder ein bisschen Erde klatschen. Muss den Brunnen konstruieren, das machst du ja mal nicht. Nee, ich muss Erde wegräumen, damit wir Platz haben für Platz für unsere Hütte. Wenn der Brunnen nicht gut aussieht, dann bin ich schmeckerisch. Was bist du dann? Meckerisch. Meckerisch? Ja, reiß ich den ganzen Brunnen wieder ab. Wo wohnst du dann in Mekka? Ja, dann wohne ich in Mecklenburg-Vorpommern. Also. In Meckerburg. Kennen Sie schon Meckerburg? Nein, was ist das? Ach ja. Meine Treppen. Da. Irgendein Spiel gibt es noch, aber du hast ja den Game Pass nicht. Die sind die 4 Euro ja zu teuer. Ja. Also muss ich mit PayPal zahlen. Ich mag PayPal nicht. Nee, das stimmt. Das bräuchtest du dazu. Das hat der Herr Sebi nicht. Der alte Mann hat PayPal so lange, wie es PayPal gibt. Ernsthaft? Krankenkasse muss nicht wissen, was ich alles einkaufe. Ja, eigentlich sollte ich das auch beherzigen. Ich habe Watch Dogs gespielt, Watch Dogs 2. Das macht ein bisschen Angst, was da so ist. Das ist alles so real. Ernsthaft? Ja, mach dir mal einen Kopf. Nein, nicht noch ein. Zausbach hat auch Sachen hervorgerufen und es ist alles wahr geworden. Nee, es ist tatsächlich, auch mit der Krankenkasse, was du jetzt sagst, das ist tatsächlich so, dass die denn ihre Dienste genutzt haben, um Daten zu sammeln, die sie dann der Krankenkasse verkauft haben. Ja, aber PayPal kann das. Was man sich zu essen kauft und, na ja gut, ich bezahle kein Essen jetzt mit PayPal, ne? Ich kaufe mir sportliche Sachen mit PayPal, das ist doch gut, ne? Steht deine AGB drin, dass sie ja deine Daten, was du kaufst, weitergeben können an x-beliebige und externe Unternehmen. Und das kann deine Krankenkasse sein, das kann dein, kann alles sein. Alles, die diese Daten einkaufen. Naja. Ich muss das nicht haben. Oh, wer weiß, ob das stimmt. Ich werde mal Herrn Trump fragen. Joa. Der sagt, PayPal ist ganz legal, die verkaufen keine Daten. Genau. Also der hat immer recht. Der sagt immer die Wahrheit, der lügt nie. Der hat noch nie Sachen verdreht. Der hat nie irgendwem empfohlen, sich
Dingsmittel zu spritzen oder zu schlucken. Was sind Dingsmittel? Sterilisierungssaft. Da ist ein Phantom! Du hast sogar auf der Karte einen Phantomkopf. Ja. Was Böses. Sterilisierungsmittel. Bin ein böser alter Mann. Weil ich's kann. Das heißt, du schluckst da so einen Saft und dann bist du sterilisiert. Nö, das ist pure Zeug. Ist doch Alkohol, das kann doch nicht schlimm sein drin, meine ich. Warum bist du da erst ab 21? Da dürfte ich zum Beispiel keinen Alkohol kaufen. Oh, cool. Willst du nicht da hinziehen? Das ist doch schön da. Boah, nächstes Jahr. Wird irgendwie kein Brunnen, das wird irgendwie gerade eine Festung. Dann wird das ein fester Brunnen. Was mache ich hier überhaupt? Keiner weiß es so genau. Ist es wirklich denn so schlau? Über ein großer Marktplatz, oh Gott. Ich bin gerade nicht ja, da. Ich übertreibe ja nie. Ja, du kennst doch die Fläche, wie die aussieht. Ja, die ist groß. Ja, und dann geht's ja nochmal nach rechts weiter. Das wird noch sehr lustig. Ah, wir können heiraten. Ah, Spinni, ich will nicht mit dir heiraten. Geh weg. Du hast es hier aber gerade angeboten. Ich habe aber dich gemeint. Ich heirate Nein. Hugo. Guten Morgen, Hugo. Gerade mich beschweren, wo das Bild flackert. Das ist ein Flattertag. Oh, das sieht wieder so schön aus. Warum ist das so schön hier? Das haben wir nicht verdient, dass es so schön ist bei uns. Oh. Wenn der Marktplatz irgendwann fertig ist, habe ich dann irgendwann auch mal Kai eingeholt. Bei was? Mit seinem Hafen. Ach, hier ist ja noch eine Truhe. Ah, Kai hat so einen Monstrum-Hafen gebaut. Ja, hat er den Diebstahl der Steine verschmerzt? Ist ja öffentliche. Öffentliche Kisten. Ja, wir haben es auch dokumentiert, wie wir ihn berauben. Hätte mal gesagt, dass das Haus öffentlich ist und echt das Haus genommen. Ja, mit deiner Zauberaxt. Ja, einmal ausschneiden, einmal mitnehmen. Ja, der hätte da geguckt. Kannst ja alles umbauen bei ihm, dann guckt er. Kann ich das Haus haben? Er so, ja, und Haus weg. Ja, das wäre doch cool. Wir klauen uns die ganzen Häuser von denen und stellen die hier hin. Ja, und dann haben wir sie gewonnen. Ja. Wird eine Fackel platziert, fertig. Das kriegen wir doch hin, ne? Das wäre doch lustig, das sparen wir viel Zeit. Ist denn das bei denen weg oder kopierst du die einfach? Kann man auch ausschneiden, oder? Oh, ausschneiden gefällt mir gut. Dann machen wir dann unten noch ein bisschen Lava hin, dass dann so ein bisschen Feuer ist und dann... Du weißt, wie wenn so ein Haus weg ist, dass noch die Versorgungsleitung, dass da noch Wasser läuft und... Das wäre doch bestimmt schön. Oder wir bauen The Evil Within Welt nach. Mit einzelnen Bodenplatten, die in der Luft schweben, wo dann Häuser draufstehen. Das wäre doch auch cool. Und aufwendig. Da habe ich gar keine Lust zu. Aber die Idee finde ich gut. Ist noch Platz? Ja. Wie weit geht denn das noch? Und das geht aber noch weit. Das will ich alles wegnehmen. Und da treibst du schon wieder? Nein, ist alles gut. Den Teich da würde ich aber lassen. Da würde ich einen richtigen Teich jetzt draus machen, dass man den sehen kann. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich glaube, ich brauche bald eine neue Schaufel, wenn ich so weitermache. Oh, das war keine Fackel, das war ein Pfeil. Und, hat er gut gebrannt?
Ja, aber es wird nicht lange leuchten da unten. Rülpser, Rüstung angelegt, Essen, Zombie stöhnt, Schritte. Ich finde das klasse. Hier hat sich einen heimlichen Baum versteckt. Ich hätte gedacht, wir sehen ihn nicht. Naja. Da hast du dich aber getäuscht, Bäumchen. Mal gucken, was der Sibi denn sagt. Wenn ich den Teich hier ein wenig gestalte. Vielleicht gefällt ihm das ja. Kriegt man beim Bauen auch XP? Nein. Warum habe ich denn wieder so ein bisschen... Ach, weil ich gekämpft habe. Ja, gar nicht und übertrieben. Ich bin schon Level 8000. Wie hast du das gemacht? Ja, ich hab Tiere. Ich hab abgebaut. Ganz viel Erde. Ich hab Erde geklatscht. Alles unter meinen Fingernägeln gewesen. Ich betone gewesen. Warum habe ich damit Treppen gebaut statt Stufen? Hä? Das sollte doch nicht so... War nicht so schlimm. So. So. Hier sind Blumen. Die holze ich gleich mit ab. Ha, ha, ha. Da so eine Idee. Hast du eigentlich schon den neuen Dead by Daylight-Killer gesehen? Ich habe schon gehört davon. Was von Silent Hill soll das der Pyramidenkopf sein. Mhm. Ist bestimmt lustig. Die sagen alle, er ist nicht broken, also zu stark. Auch nicht. Viele sagen, der ist zu schwach, aber wenn du den beherrschst, alter Falter. Das wird noch eine richtige Schwierigkeit später. Ich finde ja den Harpoon-Mann ja auch nicht so besonders, wenn Leute den spielen können. Den Harpoon-Mann? Ja. Bin ja meistens immer nur auf dem High-Rank unterwegs und dann hast du ja auch eigentlich nur Killer, die auch was drauf haben. Angeber! Nö, die hauen mich dann vom Rang immer runter. Herr Sebi, ich hab doch eben gesagt, hier hat sich ein Baum versteckt, ne? Jetzt ist es, das war ja noch ein Sapling, ne? Jetzt habe ich ihm ein bisschen Platz gemacht. Das hat die Arschsau gleich ausgenutzt, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, meins möchtest du nicht sehen, das sieht scheiße aus. Dann komme ich gleich mal vorbei. Habe ich ja noch genug Zeit, das abzubauen. Ich bin doch schon da, siehst du mich gar nicht? Ich trinke gerade was. Kannst bei Resa gewinnen. Auf Twitter. Eine Packung Monster. 12? 8? Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Baust du eine Rakete? Ich trinke gerade Monster. Du Monster! Meine Lieblingssorte. Ultra. Das ist doch hübsch. Ich weiß gar nicht, was du willst. Schön groß. Oben nicht. Ja, ich geht das oben aber nicht hin. Das ist so. Weiß schon. Ja, hier fehlt ja auch noch was.
Ein Stufchen. Da fehlt eigentlich so viel, aber es passt auch. Guck mal, ich hab dir was rangebaut. Ja, ich mach's ja schon wieder weg. Oh, dein Pfeil. Oh, ich hab ihn jetzt. Na komm, wir machen Feierabend. Wo ist dein Freund? Was? Ach, da ist Freund. Ja, der läuft weit weg. Der wird nachher nicht mehr da sein. Ja, lass uns mal nach Hause fliegen, genau. Deine Schandtaten hier, die machst du beim nächsten Mal weg. Ja, ich mach da weiter. Ich wollte den See noch ein bisschen bepflanzen mit Blümchen. Jetzt kommt Schnee. Tja. Wenn es schneit, Blumen pflanzen, das ist ja hervorragend. Warum habe ich eigentlich noch Glas im Inventar? Ich nicht. Oh. Blumen sind alle. Ich komm. Muss auch noch unser Ultra-Tester-Pack updaten. Da gibt es für Tobi und Curry noch ein Update. Aha. Was ich mal nicht gemacht hatte letztes Jahr. Ja, das machst du mal in Ruhe. Und Erik fehlt irgendwie noch eine Stimme, dass er irgendwas sagt. Ja, das wäre cool. Wo bist du denn? Ich bin oben. Bei mir oder? Ach so, wo wir gestartet sind. Geh noch mal kurz zu Hugo. Gib dir noch einen Steak, eine Ofenkartoffel. Die mag. Ach, ich habe ja hier was drin. So, da, Hugo. Willkommen in der Hölle. Du bist so doof. Okay, brauchst ein bisschen spooky. Warte mal. Das ist doch schöne Musik. Jetzt ist ganz ruhig. Findest? Ich sollte vielleicht noch die Fackel aus der Hand nehmen, ne? Kann ja auch schöne Musik abspielen. Ja, schöne Musik. Ich sag, glaube ich, Ohrenkrebs. Ohrenkrebsmusik? Nein, nicht solche. Was? Bitte nicht. Kennst du noch Weißer Stern von Alcona? Oh Gott. Das war mal mein Lieblingslied. Settings. Ich bin weg. Was denn? Sehr, kannst du dich mal am Rand setzen hier, bitte? Weil du sitzt da in der Mitte. Achso, so. Ich habe ja Kartoffeln in der Hand. Ja. Was soll ich hier? Ja, da haben wir ein schönes Abschiedsbild. Jetzt müssen wir nochmal winken. Winken? Tschüss! Du nicht? Oh, warte, ich habe gerade mit Ezzard Probleme. Cool! Schritte! Tschüss! Ja, das ist das schönste Stück aus der Kirche, ne? Aua! Ey! Bin so ein lieber Mensch und was machst du mit mir? Hier tropft irgendwas. Was? Was war das? Das frag ich dich gerade. Ich war das nicht. Aua? Das warst du. Aber. Ich bin unschuldig. Das waren meine Ohren. Ich hab hier gesessen. Hast du gar nicht. Ich hab nichts gemacht. Sagen sie alle. In Wahrheit haben sie es gemacht. Na gut, wir machen jetzt Feierabend, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Baba. Baba.
Gut.